Also hier stehen sehr viele Homo sapiens, die der Herde der Wohnmobilfahrer angehören. Hier einige aller möglichen Nationalitäten für einige Wochen niedergelassen. Unter anderem Deutsche, Franzosen, Spanier, Engländer, Niederländer. Wie man sieht, neue Fahrzeuge, ältere Fahrzeuge, exotische Fahrzeuge wie der blaue hier, auf den wir jetzt einmal zuzoomen. Das ist ein DDR-Modell. Ehemalige oder ältere DDR-Bewohner werden das Modell noch erkennen. Ich weiß nicht, was für ein Modell ist. Ich weiß nur, dass es aus der DDR ist. Der Besitzer hat auch gestern irgendwas dazu gesagt, aber ich habe mir das natürlich wieder mal nicht gemerkt mit meinem kurzen Schädel. Wie man hier vom Standplatz aus erkennen kann, sind in wenigen Metern bist du direkt am Strand. Du hörst hier das Meer rauschen, die Wellen schlagen. Einfach eine himmlisch schöne Bucht zum Stehen. Ein wunderbarer Sandstrand. Wenn man ins Wasser geht, der Sand, der geht sehr weit rein ins Wasser. Also ist sehr angenehm dann zum Laufen. Nicht wie an vielen anderen Stränden, wo du dann plötzlich Steine unter den Beinen hast. Also hier ist wirklich alles wunderbar mit Sand. Du bist doch gar nicht drauf. So, Sophie sitzt hier am Strand, beziehungsweise liegt am Strand, versucht hier sich zu wässern, weil die Wellen hier doch relativ hoch sind. Ich kann euch das mal gleich zeigen, wenn was Passendes kommt. Baut sich nämlich immer wieder mal eine schöne Welle auf. Also das ist jetzt noch das harmlosere, da gibt es noch bessere. Und es geht auch noch besser. Das war auch noch harmloser, also da haben wir vorhin schon ein paar höhere Wellen gehabt. Das schaut schon ganz gut aus, geht aber auch bestimmt noch was. Also wie ihr seht, doch ganz schön, was da angebraust kommt. Wow, das war wieder was Besseres. Und wie man sieht, selbst dem Hund ist es zu heiß noch Ende Oktober hier am Strand. Jetzt wollt ihr sicher wissen, wo der Strand ist. Der ist in Spanien, irgendwo kurz hinter Agrias, Richtung Bulbi. Aber den seht ihr, wenn ihr die Straße entlang fahrt, seht ihr schon die Wohnmobile stehen. Da dann einfach diesen Feldweg rein und dann kommt er hier an. Sophie, die alte Panikschwester, die immer vor den Wellenschreien davonläuft. Hier ein kleiner Wellenreiter oder zumindest einer, der es versucht. Kommt jetzt gerade keine schöne Welle, wo er drauf reiten könnte. Aber gut, letztendlich sind sie auch zu klein, die Wellen zum Reiten. Jetzt suchen wir mal unseren kleinen Baumeister, den Rino, der hier auch irgendwo rumkurft. Wir bewegen uns auf ihn zu. Und hier ist unser Baumeister am Werke, der Rino. Und er buddelt wie ein Hund. Mit viel Mühe. Das hier haben vorhin einige Kinder und der Rino zusammen gebaut. Das ist hier noch. Nee, das ist unseres, das hat er aus dem Auto geholt. Stimmt's? Ja. Ja. Also, der Rino hat meinen Keil, den ich am Strand gefunden habe, den hat ein Schweizer scheinbar liegen lassen. Und ich habe mir natürlich gekrallt, weil Strandgut muss man einpacken. Und manchmal kann so ein Auffahrkeil oder so ein Bremskeil ganz gut sein. Weil Auffahrkeile selber haben wir ja nicht und wollen wir auch nicht. Zumindest keine gekauft. Wenn ihn
irgendwo was finde, ist das was anderes. Aber Rino hat den hinten aus dem Auto geholt, aus der Garage. Ich versuche jetzt hier mal aus dieser Perspektive ein bisschen mehr Welle zu kriegen. Weil manchmal ist es ja so, wenn man den Standpunkt der Kamera ein bisschen verändert, kriegt man ja auch gute Aufnahmen. Jetzt nochmal ein Blick vom Strand aus in Richtung der Wohnmobile oder des Parkplatzes. Stehen da überall so zwischendrin was so Vögel wie wir, die sich da niedergelassen haben für ein paar Tage oder ein paar Wochen. Ja, dann musst du halt schneller machen. Ich darf ja nicht. Oh, jetzt kann ich das vergessen. Ja, da wird die Sonne gebaut. Und jetzt bleibt das so. Das ist El Hombre, der Sonnenuntergang am Strand. Das blöde Schwindel da im Weg, das nervt mich. Und jetzt habe ich die Wolken nicht mehr so schön drin da oben. Jetzt da schaut es wieder gut aus. Ja, da halt ein Monitor. Schauen, vielleicht können wir die Location ein bisschen verändern. Jetzt haben wir einen Ski drin. Das ist Sonnenuntergang pur. Ja, da, der Himmel glüht. Bei der Ferne echt geil hier. Einfach nur geil. Das Meer.
Ja, gestern hat es gewittert, aber leider nicht so, wie ich es gewünscht habe, dass ich was Gescheites gekriegt habe. Aber das macht nichts. Sondern heute Mittwoch. Mittwoch ist schon ein Tag mitten in der Woche. Ne? Das ist Sonnenuntergang pur. Spanischer Strand. Da kriegst du echt einen mit. Freunde, das müsst ihr erlebt haben. Ey. Das kriegt ihr daheim in Deutschland nicht geboten. Und gut, daheim in Deutschland ist auch gut gesagt, weil für mich ist Deutschland auch nichts mehr daheim. Ja. El Hombre. Da hinten tobt das Meer. Jetzt gehen wir mal ein bisschen ran. Also wenn ihr einmal was gesehen habt, so hinter den Büschen. Ja, eigentlich sollte er ein Stativ verwenden, aber naja. Salve! Hombre! Was ist? Ich habe gesagt, dass er nicht kommt. Ich glaube, dir brennt der Hut, Hombre! Espanol? Mann, schaut euch den Himmel an, wie der glüht! Das müsst ihr gesehen haben, das müsst ihr echt live erleben. Da müsst ihr echt einmal hierher kommen. Allerdings den Strand verrate ich euch nicht, wo der ist. Den müsst ihr selber finden. Oder so einen schönen Strand. Weil bisher ist er noch nicht so überlaufen, dass hier 50 Fahrzeuge stehen. Das wäre auch zu viel hierfür. Aber wenn es natürlich zu publik wird, die schönen Strände, dann können wir hier dicht machen. Gibt eh schon Probleme genug. Weil es gibt nämlich immer so Wildzäue, die meinen, sie müssen hier das volle Camping abziehen. Hier ihre 5-Zimmer-Wohnung aufstellen, so ungefähr vom Wohnmobil. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache.